Wagen zieht er sich einfach nur noch aus. Also den brauche ich hier. Ah. Mhm. Leck mich im Arsch, ey. Also ein Weinabo stelle ich mir jetzt tatsächlich so vor, dass man einfach in einem regelmäßigen Abstand, sei es jetzt jeder Monat oder alle paar Wochen vielleicht sogar, ein Paket bekommt. Damit man nicht das selber kaufen gehen muss. Mit verschiedenen Weinsorten. Oder dass ich verschiedene Weinproben bekomme. Vielleicht auch mit Wein, den man nicht in jedem Supermarkt bekommt. Liebe Sonja, liebe Laura, viel Spaß mit dem Amorevino-Wein, mit dem Amorevino-Wein-Abo. Herzliche Grüße. Tillmann von Amorevino. Chardonnay Weißburgunder, ein Cuvée. Schauen wir es mal an. Bisschen ja. Druck drauf, sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Zum Wohl. Prost. Auf einen schönen Tag. Auf einen schönen Tag. 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 Ein bisschen kälter könnte da sein. Fühl mal, die ist ganz kalt. Im Duft reife Birne und Aprikose, Mandeln, typische Frische und Eleganz des Weißburgunders. Textur und Dichte sind vom Ausbau des Chardonnays geprägt. Ja, da hast du ein bisschen grünen Apfel. Also ich bin sehr schlecht im Rausschmecken. Ich kann das besser bei roten Wein. Also riecht sehr fruchtig. Steht ja auch hier in der Beschreibung. Birne, stimmt. Ich habe tatsächlich an Aprikose gedacht. Ja, dann tust du jetzt einfach so. Okay, dann nochmal. Eventuell ein bisschen Aprikose. Findest du? Oder Birne? Also, ich sag mal so, Birne oder grüne Apfel lässt sich drüber streiten. Mach mal den nächsten Wein auf, bitte. Der Moorstein Riesling Kabinett. Alles klar. Gelbe Früchte, Exotik, nasser Kalkstein in der Nase. Nasser Kalkstein in der Nase. Im Mund aufregend, spielerisch mit lebendiger Säure und leichter Süße. Mir ist nichts passiert. Da kriegen wir aber weg. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Abenteuer bei dem Wein. Hat man Lust auf mehr? Ich habe da voll die Anziehung. Also ich denke mir so, pff, Magnet so. Voll. Ah, leck mich im Arsch, ey. Welcher Film der Wein wäre? Ja, wahrscheinlich auch so eine Komödie, die du dir immer angucken kannst. Ich denke da so an die Szene von Magic Mike, wo er sich so dann auszieht und so. Der erste Teil von Hangover, weil es ist warm, das ist in Las Vegas. Es ist fruchtig, es ist viel Action, aber spaßige Action. Macht das Sinn? Ja. Nach dem Wein zieht er sich einfach nur noch aus. Also den brauche ich hier. Ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn man es vielleicht, wahrscheinlich bringen mich jetzt alle um, aber so als Weinschorle oder so macht. Wir haben jetzt einen Rotwein. Freunde. Waldbeeren, rote Früchte und feine Würze im Duft. Sanfte Tannine auf der Zunge. Auch hier wieder Waldbeeren und die typische Portugieser Würze. Mittellanger Nachhall. Was war das? Schlimm. Der ist total in your face, ne? Ist ein leichter Wein. Finde ich gar nicht. Ist ja unglaublich. Das kommt schon gut hin. Wobei das halt irgendwann monoton wird. Und das finde ich bei diesem Wein eher nicht so. Nebelgrau. Aber haben wir jetzt...
Nee. Was denn? Ich finde immer, man kriegt von Rotwein kriegt man immer blaue Zähne. Hast aber du hast keine blauen Zähne. Hab ich. Aber nur hier unten so ein bisschen. Mhm. Das. Ja, genau. Also, was ist das? Du musst einfach anlecken und du musst richtig drücken. Drück echt nicht drauf. Ich drücke drauf. Du hast dein Handy vergessen.